bin heute unterwegs im Nationalpark Hainich. Der liegt in Thüringen. Das ist Deutschlands größtes zusammenhängendes Laubwaldgebiet. Und zusammen mit dem Kellerwald, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe, Teil des UNESCO-Welterbes Buchenwälder, glaube ich, heißt das. Ja, und ich laufe jetzt hier gerade den Silberbornweg. Bin hier ganz alleine auf dem Wanderparkplatz. Generell ist dieses ganze Gebiet schon ganz schön weit ab. Ja, es ist sehr, sehr stürmisch. Ich hoffe, dass der Ton irgendwie halbwegs passt. Und ja, und ich hoffe, dass ich nicht irgendwie gleich noch eins aufs Dach kriege. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, bis später. Gelbtönen hier denke ich die ganze Zeit, ich bin in Colorado unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch ein Schwarzbär gleich rauskommt. Das ist wirklich ein richtig toller Wanderweg hier. Auf dem Weg zur Betteleiche. Das ist ein Baum, der hier das Wahrzeichen vom Nationalpark Hainich ist. Und ja, es ist so eine halbe Stunde Spaziergang hier durch den Wald. Die Farben explodieren förmlich. Es ist wahnsinnig bunt. Rot, Gelb, Grün, alles da. Wirklich fantastisch. Ja, das war mal ein interessanter Baum. 1000 Jahre soll sie alt sein, die Betteleiche. Auf jeden Fall wurde sie im Mittelalter schon das erste Mal irgendwie erwähnt und überliefert. Also ich habe jetzt so ein bisschen nur am Rand vom Hainich gekratzt. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ein tolles Waldgebiet, fantastische Farben. Ja, nachher geht es noch auf den Baumkronenpfad und dann nach Hause, der Lockdown wartet. So, ich bin einer der letzten, die hier auf dem Baumkronenpfad reingelassen wurden. In einer Dreiviertelstunde macht er zu und dann leider auch zu für den Rest der Saison, denn heute ist der letzte Tag vor dem Lockdown Light. Man sieht eigentlich nur Familien mit Kindern und ansonsten Leute, die man ansonsten in einem normalen Wald wohl eher nicht erwarten würde. Kleines Fazit zum Baumkronenpfad hier am Hainich. Ist ganz schön, aber es ist mehr ein Abenteuerspielplatz für Kinder als so wirklich was Reelles, sage ich mal. Ich war jetzt eine gute Stunde da oben. Ich muss sagen, für 11 Euro finde ich das fast ein bisschen zu teuer. Aber es ist nett, hier gerade mit den Herbstfarben, aber mehr was für Kinder, würde ich sagen, oder Familien.